Im folgenden Thema sprechen wir über das, was wir so alles wegwerfen. Was passiert mit unserem Müll? Wo wird er gelagert? Wird er eventuell recycelt? Diese Fragen wollen wir im folgenden Video beantworten. Viel Spaß bei Was passiert eigentlich mit unserem Müll? Papier: 236 Kilo pro Person pro Jahr. Dass es überhaupt noch Bäume auf unserem Planeten gibt, verdanken wir vielleicht dem Juristen Justus Klaproth, der vor 250 Jahren anfing, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem man altes Papier wiederverwenden kann. Es dauerte zwar noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg, bis das Verfahren marktreif war, aber in Deutschland liegt der Altpapieranteil bei der Produktion dafür inzwischen bei 74%. Trotzdem wird weltweit jeder fünfte gefällte Baum für die Papierproduktion gebraucht. Dabei ist Altpapier ressourcensparend, hat inzwischen fast die gleiche Qualität wie normales Papier und nicht ein einziger Baum stirbt dafür. Wer ein Paket Papier mit 500 Blatt in Recyclingqualität kauft, rettet nicht nur 5,5 Kilogramm Baum vor dem Abholzen, sondern kann mit der eingesparten Energie 525 Tassen Kaffee kochen. Fäkalien: ca. 800 Kilo pro Person pro Jahr. Auch das, was Menschen so ausscheiden, muss natürlich gereinigt werden. Dafür gibt es den sogenannten Wasserkreislauf. Wenn wir auf der Toilette waren, kommen die Überreste zunächst in die Kanalisation, nachdem das Abwasser durch häuslichen, gewerblichen oder landwirtschaftlichen Gebrauch verunreinigt wurde, wird es hier gereinigt. Das geschieht in verschiedenen Stufen. Zuerst werden zum Beispiel das Toilettenpapier und andere Gegenstände mit einem Rechen maschinell herausgenommen. In der nächsten Station werden Schmutzteilchen wie Sand herausgefiltert. Dann kommt ein biologischer und chemischer Reinigungsprozess und zum Schluss haben wir wieder feines Trinkwasser. Elektromüll: 22,8 Kilo pro Person pro Jahr. Keine andere Müllsorte hat Zuwachsraten wie der Elektroschrott. 2016 fielen bei jedem Bundesbürger durchschnittlich 22,8 Kilogramm dieses Mülls an. Dabei machen Smartphones, Tablets oder Laptops keineswegs den Löwenanteil aus, sondern Haushaltsgeräte wie Staubsauger, Toaster, Mikrowellen oder Kühlschränke. Diese werden dann im Recyclinghof fachmännisch zerlegt und die wertvollen Rohstoffe aufwendig getrennt. Die Technik ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Goldgrube. Und es gibt noch viel Luft nach oben, denn gerade mal ein Fünftel des international anfallenden Elektroschrotts wird recycelt und die Ressourcen reichen nicht bis in die Unendlichkeit. Glas: 18 Kilo pro Person pro Jahr. Glas ist der einzige Rohstoff, den man unendlich oft einschmelzen kann, ohne dass er an Qualität verliert. Vorher muss es allerdings aufwendig sortiert werden. Von Hand entfernen Mitarbeiter des Recyclinghofes anderen Müll und hochauflösende Kameras kontrollieren, ob sich vielleicht Porzellan oder Steine in den Glasmüll verirrt haben. Auch wacht ein riesiger Magnet über dem Fließband mit Glas, um die Deckel auszusortieren. Anschließend wird es nach Farben sortiert und kann eingeschmolzen werden. Restmüll: ca. 235 Kilo pro Person pro Jahr. Der mit Abstand größte Müllberg, um den es hier heute geht, ist der aus Restmüll. Hier sollte eigentlich nur landen, was weder im gelben Sack noch im Altglas oder in anderen Recyclingtonnen wiederverwendet werden kann. In der Praxis werden aber auch leider immer sehr viele Wertstoffe weggeschmissen. Das meiste vom Restmüll landet in Heizkraftwerken. Auch auf Mülldeponien darf entsorgt werden. Hier muss der Hausmüll aber vorher darauf kontrolliert worden sein, ob er keinerlei organisches Material mehr enthält. Man hofft, dass der Anteil des Hausmülls in Zukunft immer weiter sinken wird. Je mehr wir recyceln können, desto besser für die Umwelt und desto mehr Ressourcen werden geschont und ihr könnt dabei mitmachen, wie wir euch später noch aufzeigen werden. Plastik: ca. 25 Kilo pro Person pro Jahr. Sollte irgendwann über die Epoche, in der wir leben, geschrieben werden, wird sie ganz sicher als das Plastikzeitalter in die Geschichte eingehen. Obwohl es Kampagnen dagegen gibt, steigt die Produktion von Kunststoffen seit Jahrzehnten an. Dabei ist es schwierig, diesen wieder zu verwerten, denn Plastik ist nicht gleich Plastik. Er muss aufwendig getrennt werden. Jährlich bestehen 75% des Mülls, der ins Meer gespült wird, aus Kunststoff. Eine Plastikflasche braucht im Meer rund 450 Jahre, um sich zu zersetzen. Das Plastik verrottet nicht, sondern zerfällt immer mehr in kleinere Teile und gelangt so überall hin, auch in die Nahrungskette. Biomüll: ca. 19 Kilo pro Person pro Jahr. Als Biomüll wird alles bezeichnet, was pflanzlich und organisch ist. Dieser wird in den meisten Städten in der sogenannten braunen Tonne gesammelt. Aus ihm wird Biogas und Kompost gewonnen.
Leider wird an dem Inhalt der braunen Tonne auch immer wieder klar, wie verschwenderisch unsere Gesellschaft ist. Als in Lübeck eine genaue Analyse des Mülls vorgenommen wurde, entdeckten die Wissenschaftler, dass die Hälfte des angefallenen Mülls eigentlich vermeidbar gewesen wäre. Vielleicht sind Lebensmittel in unserer Gesellschaft einfach leider zu selbstverständlich geworden. Müll vermeiden. Versucht, auf Plastik zu verzichten, soweit es geht. Glasflaschen sind deutlich einfacher zu recyceln, wie wir gelernt haben. Zu Hause ist es wichtig, die Mülltrennung einzuhalten und nichts falsch wegzuwerfen. Auch im Supermarkt könnt ihr bei jedem Einkauf eine echte Entscheidung fällen. Wieso solltet ihr für Obst und Gemüse Plastikbeutel benutzen, wenn ihr sie auch einfach so in den Wagen legen könnt? Wieso kauft ihr euch nicht einen Stoffbeutel, um die Einkäufe nach Hause zu bringen? Es gibt viele Möglichkeiten, den Müllberg zum Schrumpfen zu bringen. Was denkt ihr über Müllvermeidung? Verratet es uns in den Kommentaren.